Herzlich willkommen wieder mal live aus dem Humsis Filmstudio sozusagen, scherzhafterweise, sage ich das immer gerne. Wie viele von euch sind bereit, sich mal wieder ein bisschen von mir zu inspirieren zu lassen, wo ich ein bisschen aus den Nähkästchen plaudere? Und wie viele von euch sind bereit, mit meinem Wissen, was ich dir jetzt mitteile, der Freiheit der Menschen und des Planeten ein Stück näher zu kommen? Die dürfen gerne mal reinschreiben im Kommentarfeld. Ja, bin bereit dafür. Wenn natürlich keiner gerade live zuschaut, dann mache ich das trotzdem, weil manchmal kommt man so Situationen oder da merke ich einfach, ich will etwas mitteilen, ich habe irgendwie so ein inspirierendes Gefühl und dann darf man dem nachgehen. Wer der eine oder andere, der schon ein bisschen mitbekommen hat, wie mein Lebensweg so war, werde ein bisschen wieder mal aus den Nähkästchen plaudern. Ich habe ja da schon mal ein längeres Video gemacht. Also jetzt nur zur Info, das wird jetzt ein bisschen eine kürzere Phase. Nur, dass ihr mir ein bisschen folgen könnt und verstehen könnt. Gerade lese ich ja dieses Buch, Das Trojanische Pferd der Freiheit, wo es ein bisschen darüber geht, Bitcoin als Chance im Kampf um Selbstbestimmung und Menschenrechte. Und in das Buch bin ich ja vor einer Woche eingetaucht, habe angefangen zu lesen. Und immer wieder, wenn ich da mehr lese, merke ich auch, wie das von mir auch wegen, wie das Buch ein bisschen das widerspiegelt, wie mein Lebensweg war. Meine Mutter, jetzt nur zur Info, das soll jetzt nicht sein, dass ich damit meine Mutter oder meine Eltern irgendwie herabsetze, sondern sie waren im Prinzip nur das, was sie geprägt hat, hat das gemacht, was sie waren. Also was aus ihnen geworden ist. Sie haben halt da harte Zeiten erlebt von ihren Eltern, sei es jetzt, dass zum Beispiel jemand aus dem Krieg zurückzukommen ist, traumatisiert war. Und das hat natürlich dann ihr Lebensweg auch wieder gespiegelt. Und wenn das in der Generation weitergegeben wird, in dem Form, weil der Vater kommt nach Hause traumatisiert, gibt es den Kindern weiter in irgendeiner Form und die traumatisieren praktisch wieder die nächste Generation. Und genauso ähnlich ist es bei mir auch gewesen. Also ich habe ja im dritten Lebensjahr einen Blinddarmdurchbruch gehabt, habe aber viele Jahre nicht gewusst, oder auch nicht einmal daran gedacht, dass das irgendwas mit einem Thema zu tun hatte. Bei mir war es so, zuerst Jugend, war da relativ viel unterwegs, bin gerne vorgegangen, war in Diskotheken unterwegs oder auch irgendwo in Bars und habe aber doch eine längere Zeit gehabt, da war ich mich sehr vergraben. Das, was mir am meisten gefallen hat, war Spiele spielen, sei es jetzt das Playstation, am Computer, weiß ich, vielleicht geht es den anderen so, dass er vielleicht heute noch Gamer ist oder gern spielt. Nur wenn das eines der meisten Lebensinhalte in deinem Leben ist, das war mal einige Jahre so, dass wenn du von der Arbeit fertig bist, habe ich Werkzeugmacher gelernt, dass du nach Hause kommst und das Einzige, was du tun willst, ist so ein Spiel zu spielen. Weil du mehr oder weniger eine Welt flüchtest, die was du in der Realität nicht irgendwie, wenn die Realität für dich nicht so spannend ist wie das Spiel selbst, dann läuft irgendwas verkehrt. Und das war bei mir so. Also die Realität war für mich nicht so spannend wie das, was ich im Spiel erleben durfte. Gerade das ist auch der Grund, wieso viele Menschen sich in so eine Welt flüchten. Also ich spreche jetzt wirklich mal aus den Nähkästchen heraus, weil das Leben für sie selbst nicht mehr so spannend ist wie das, was sie im Spiel erleben. Also sie können emotional in dem Spiel was etwas erleben, was sie in der realen Welt nicht erleben. Sei es mutig zu sein, sei es sich mit anderen in der Gruppe auszutauschen. Das machen halt Gamer dann oft über das Mikro oder dass sie jetzt sprechen. Oder sich zu bewegen. Sie können halt viele Sachen in dem Spiel erleben, was sie in der realen Welt nicht so wirklich umsetzen können. Und genauso war das bei mir. Also ich bin nach Hause gekommen, habe Games gespielt und das war das, was mich begeistert hat. Bin halt hin und wieder ein wenig fortgegangen. Nur im normalen Leben war nicht so wirklich Spaß da, es hat mir nicht so taugt. Dann aber
hat es mir aber irgendwann einmal gemerkt, gerade wie sich die Industrie sehr gewandelt hat, weil die Firma, was ich war, die ist pleite gegangen, die war im Schuhbranche tätig und ist halt dann einmal, war halt dann weg. Ich bin dann nach dem Bundesheer zurückgekommen, habe dann ein Jahr später so gekündigt, weil ich schon ein bisschen gemerkt habe, in der Firma läuft es immer so und ich habe mich auch nicht mehr so wohl gefühlt, ich wollte einfach weg. Und dann ging mein Weg erst richtig los. Von einer Firma zur anderen. Habe halt dann auch in einem größeren Unternehmen gearbeitet. Und 2008, wer sich nur zurückerinnern kann, war ja die Lehman Brothers Bank Crash, Wirtschaftskrise. In unserer Firma war auch weniger Arbeit. Bin dann auch vierschichtig wo gewesen auf einer Anlage, wo nicht jeder arbeiten will, weil du hast 2600 Teile produziert auf einer Anlage in der Schicht. Und du hast halt immer wieder selbe Bewegung. Taktfrei Stunden für Stunden, 8 Stunden durch, halt mit den kurzen Pausen dazwischen, konntest gar nicht weg von der Maschine, sondern bei der Maschine musstest du bleiben oder du brauchtest jemanden, der dich in der Zwischenzeit ersetzt, weil sonst steht die Anlage. Und dann war für mich so ein Punkt, habe ich gemerkt, okay, ich brauche Veränderung, ich will woanders hin. Und 2008 hat mir dann mein Bruder einen Anstoß gegeben und dann ist eben mit Fitnesstrainer-Ausbildungen losgegangen. Und das war für mich so ein Wendepunkt, ein ganz wichtiger Wendepunkt, weil mein Leben hat irgendwie Inhalt gefehlt. Es war nicht mehr so, dass es mir richtig Spaß gemacht hat. Vielleicht geht es dir auch noch so, dass er auch einmal so Lebensphasen hatte, wo er gemerkt hat, irgendwie stehst du an und du fühlst dich da nicht mehr wohl. Und genauso war es bei mir. Und dann habe ich mit Fitnesstrainer-Ausbildung angefangen. Das war so Sport- und Fitnesstrainer-Ausbildung. Und da habe ich aber auch sehr viel anderes dabei gehabt, wie Qigong. Progressive Muskelentspannung, also Jakobsen. Also dadurch habe ich meinen Körper spüren gelernt, was oft Menschen gar nicht so können. Sie spüren sich nicht selbst, sie leben im Außen und können die Innenwelt nicht mehr wahrnehmen. Und dann vergraben sie sich oft so in Sachen wie Spiele oder irgendwelche Süchte, sei es jetzt durch Alkohol, sie ertränken das, was sie in der Innenwelt abspielt und können das aber nicht verändern. Und genauso war es bei mir. Ich bin praktisch wo festgehangen und konnte da nicht raus, bis ich den ersten Schritt gemacht habe zu dieser Fitnesstrainer-Ausbildung. Und dann hat sich in mir etwas verändern zu begonnen. Ich habe mich spüren gelernt, zumindest bei den ersten Fortbildungen, wie es das war, Qigong, war aber noch zu wenig. Also bin an die Themen noch gar nicht rangekommen, weil in mir viel Energie nicht zum Fließen gekommen ist. Es hat mit dem zu tun gehabt, wie meine Mutter und mein Vater war. Mein Vater war nicht in seiner männlichen Kraft, in dem, was er aus seinem Elternhaus erlebt hat. Und meine Mutter war eher so, dass eben aus Sicherheitsdenken, aus Angst hat sie natürlich mich oder die Kinder nach unten gedrückt, dass sie ja nicht so viel machen, dass ihnen nichts passiert. Und das hat aber mich nicht in meine männliche Energie gebracht, die was über Jahre in mir nicht fließen hat dürfen. Wegen dem haben mich auch Frauen oft gar nicht so wahrgenommen. Sie haben kein Interesse an mir gehabt. Habe ich aber jahrelang gar nicht verstanden, wieso das so war. Zumindest waren das nur wenige. Und dem waren meistens Frauen, die eher irgendwelche Themen hatten, die selbst nicht ihrer Mitte waren und die nicht ihrer Weiblichkeit waren. Und meistens waren das auch schwierige Frauen. Ich habe das auch nicht verstanden, warum ziehe ich diese Frauen überhaupt in mein Leben? Und durch dieses Qigong hat sich dann bei mir ein bisschen was bewegt. Habe dann bei einem Shaolin-Mönch einige Fortbildungen gemacht. Bin aber auch noch nicht so ganz dorthin gekommen, wo ich hin musste, um alles in meinem Körper, die Energie freizusetzen, zu lösen. Und dann habe ich auch, da habe ich wieder in dem Hotel gearbeitet. Das war damals ein Robinson Club. Da war ich insgesamt 2,5 Jahre tätig dort. Und habe aber dann auch eine Körperarbeit begonnen, also es war die Bowen-Technik oder die Bowtech-Methode aus Australien. Und ab da ist dann wieder etwas in meinen Körper ins Fließen gekommen, weil ich habe dann meine Fortbildung gemacht in Richtung Traumata, das war Body, Mind and Bowen. Und da haben sie mir ein Kindheitstrauma, ein Geburtstraumata gelöst. Das habe ich dann sofort gespürt, weil wir haben da eine halbe Stunde eine Behandlung bekommen von den einzelnen Teilnehmern und die zwei Referentinnen sind dann durchgegangen und sind nach dieser halben Stunde haben sie angefangen, Fragen zu stellen, damit sie das Thema lösen, was in dir an Energie blockiert ist. Und die haben mich von vornherein, bin ich bei Tür hineingegangen, haben schon mir eine Frage schon gestellt und hatten schon eine Idee, was bei mir ein Thema sein kann. Das haben sie auch dann gelöst.
Meine Mutter hatte eben drei Burschen, ich war der Mittlere und der erste ist der Bub geworden, dann ist wieder ein Bub gekommen und sie wollte aber eine Tochter, weil ihre Zwillingsschwester und genauso wie ihre andere Schwester hatte Töchter und sie leider nicht. Und ich war der zweite Bursch leider. Und das war in mir ein Thema, was eine Energie mehr oder weniger oder Meridian blockiert hatte. Das war unter anderem der Lungenmeridian, aber nicht nur. Der ist auch in Verbindung mit Blinddarmmeridian und das habe ich bei dieser Ausbildung erfahren. Ich habe es gar nicht glauben können, weil ich habe die Energie dann spüren können, dass da etwas mit dem Fluss gekommen ist. Vor allem hat sich mein Fußgewölbe verändert. Das war richtig schräg zum ersten Mal, wie ich das erlebt habe. Das war ein weiterer Punkt, wo in meinem Körper etwas gelöst war. Es war noch nicht alles weg, sondern es war wieder nur ein Schritt näher. Es ist wie wenn ich ein Buch öffne. Ich kann nur schrittweise wo hineingehen. Und nicht gleich manches auf einmal lösen, weil ich vielleicht gar nicht selbst dazu bereit bin oder weil ich gar nicht an die richtigen Themen rangekommen bin. Da braucht es oft Methoden, damit du da rankommst. Dann war ich auch, durch einen Freund hat mir dann einen Impuls gegeben. Da habe ich ja dann durch die Bowen-Technik auch mich behandeln lassen sollen. Da war ich dann bei einer Frau, die hat Farbpunktur gemacht, nach Peter Mandl, auch Bowen-Technik-Ausbildung. Die hat mir dann wieder ein bisschen was gelöst. Und dann war ich auch auf einem taoistischen Sommercamp in der Slowakei. Da habe ich eben gelernt, in eine spontane Heilung zu kommen. Das Camp war auf 9 Tage aufgebaut. Das war bei einem Professor für taoistische Medizin, für innere Medizin, also das, was aus dem Körper selbst kommt, an Selbstheilungsfähigkeiten. Weil aus der taoistischen Medizin hat sich eben die chinesische Medizin entwickelt. Also das war die Dynastie davor. Also eine sehr ursprüngliche Form der Selbstheilungsmethodik, was dieser Professor beherrscht, weil er einfach bei vielen lernen hat dürfen. Und gerade das Internal Training dürfen nur ganz wenige Schüler lernen. Also da hat er jemanden, da hat er schon Zugang bekommen dazu. Da musst du echt schon gut drauf sein, dass du da ran darfst. Und in diesen 9 Tagen wurde es auch so aufgebaut. Wir haben in der Früh Atemtechnikübungen gemacht im Wald. Wir haben gelernt, mit der Sonne zu interagieren, die Zirbeldrüse zu aktivieren, die Bewegungsform Tai Chi Quan zu lernen. Dann haben wir Mittagspause gehabt, Essen. Nachmittag haben wir wieder so kurze Pause gehabt von circa 2 Stunden. Dann haben wir wieder die Tai Chi Quan Bewegungsform gehabt. Genauso wie auch ziemlich enorme Dehnmethoden, wo du auf die Zehenspitzen gehst, die Brust Raum voll öffnet, also du gehst da richtig in eine Hyperextension, also du überdehnst deine Wirbelsäule enorm und da machst du vor allem vordere fasziale Linien, also normalerweise, wenn du jetzt Angst hast, gehst du so in eine zusammengekauchte Position, also du beginnst dich zu schützen und da bringst praktisch gerade in den vorderen Körperlinie sehr viel Energie zu fließen durch diese Dehnungsmethoden, gleichzeitig erhöhst du natürlich auch die Beweglichkeit und so weiter und am Abend, jedes Mal so zwischen 4 und 5 Uhr, hast du dann spontanes Healing teilnehmen können. Der ein oder andere, der sich mit solchen Methoden noch nie auseinandergesetzt hat, darf jetzt ein bisschen offen sein, weil er sich vielleicht in seiner Welt gar nicht vorstellen kann oder weil er sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, das für ihn undenkbar ist. Nur ist es mittlerweile wissenschaftlich belegbar, was in so ein spontanes Healing passiert. Es gibt sehr primitive Selbstheilungsmethoden, die was wir in unserem Körper da sind, aber die wir den Zugriff verlernt haben. Das Meridiansystem, was ja aus der chinesischen Sichtweise, wie es der Professor auch erklärt, nicht nur Energie nach innen kommen kann, sondern auch nach außen fließen kann. Also wenn ich mich ausdrücke, fließt ja Energie nach außen über die Stimme oder über die Bewegung oder über dem, dass ich male, kann ich mich genauso ausdrücken. Und jetzt kannst du über das spontane Healing vorstellen, du kannst praktisch Methoden, wie er hat, du überlädst dich durch das, was wir den ganzen Tag gemacht haben, durch das mit der Sonne arbeiten, mit der Atmung, mit Bäumen, Bewegungsform, speziellen Dehnungsmethoden, wo du enorm in die Dehnung gehst und halt nur mehr Energie ins Fließen bringst und dann den spontanes Healing. Und die helfen dir dabei, in diesen Prozess zu kommen am Anfang. Also es war, die ersten 3 Tage war es. Im Prinzip ist es so, die geben dir die Hände, wie wenn du an eine Steckdose angeschlossen wirst. Und dann spürst du schon, zumindest habe ich das dort wahrnehmen können, weil meine Wahrnehmung doch schon ein bisschen größer war. Und dann habe ich schon gemerkt, boah, das fängt zum Kribbeln an und fällst um.
und kommst in eine spontane Heilung. Das nennt sich Spontaneous Healing. Mehr oder weniger, wie ich zuerst schon erklärt habe, kann die Energie nach außen bringen. Und der Professor erklärt es immer so, wenn du einen Kochtopf hast, einen Druckkopftopf, den manche Frauen ja nutzen, und du hast einfach die Energie in dem Körper, kannst du dir vorstellen, dann ist so, dass du oben das Ventil hast. Also das Meridiansystem wird die Energie zu viel, dann versucht es über diesen Ventil zu entweichen, kann man sich vorstellen. Im menschlichen Körper ist dann das Meridiansystem, es bringt die Energie wieder nach außen. Ist zu viel Energie da, entlädt sich das. Und das war in Form des Spontaneous Healing. Da verändern sich auch deine Gehirnwellen, also du bist nicht mehr richtig im Wachzustand, aber auch nicht, dass du richtig schläfst. Du kriegst mit, was passiert, du kannst es nur nicht selbst kontrollieren. Es passiert automatisch. Es ist eine eigene Selbstheilungsfähigkeit, die in jedem einzelnen Körper steckt, die erlernbar ist, wenn man es kann. Und im dritten Tag bin ich komplett in so eine spontane Heilung gekommen. Da kommst du auch dann in unterschiedliche Bewegungen. Sie haben diesen Bewegungen auch mittlerweile Namen gegeben über die Jahre aus unterschiedlichen Beobachtungen aus vielen Ländern. Haben sie diesen Bewegungen in so einer spontanen Heilung Namen gegeben, sei es der Walking Tiger, der Bär, also es kommt so, dass Emotionen und Bewegungen Energien im Körper entladen. Und das schaut halt dann oft auch, umso schlimmer ein Trauma deines Menschen ist, nicht gut aus oder auch welches Thema das ist. Also das ist eine eigene Intelligenz des Körpers, auf die jeder zugreifen kann, die wir nur verlernt haben zu aktivieren. Und wie ich gesagt habe, war ich am dritten Tag, bin ich dann komplett in so eine spontane Heilung gekommen. Wie ich fertig war mit dieser ersten mal richtigen spontanen Heilung, war es so, als wenn mein Geist gar nicht mehr so um meinen Körper befindet, sondern wie wenn mein Körper mich selbst lenkt. Das war am Anfang ein bisschen schräg. Es hat mir aber auch Spaß gemacht, das zu erleben. Also, es war jetzt nicht so, dass ich das schlimm gefunden hat, weil ich ja schon mal ein bisschen Videos gesehen habe und ein bisschen ahnen habe können, was mich in den Sommercamp erwartet. Aber nur ansatzweise. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ich bin gar nicht mehr so richtig da. Habe mir gedacht, ah, ich bin jetzt eigentlich müde, will mich niederlegen, habe heiß geduscht. Das war ein Fehler. Habe mich nur heiß geduscht. Warum? Dadurch habe ich meinen Körper noch mehr geöffnet. Die Energie ist ja nicht nach innen gekommen, zurück, sondern ich habe meinen Körper noch mehr geöffnet. Dann habe ich mich ins Bett gelegt, weil ich müde war. Dann ist es wieder richtig losgegangen, meine Beine haben geflattert. Ich habe mich richtig abgehauen, weil ich habe es spaßig gefunden, bin dann runtergegangen zu so einem Meister oder zu einem, der bei ihm lernen durfte. Der hat mir dann geholfen, meinen Körper wieder zu schließen, mich wieder mal richtig in meinen Körper zu bringen, geistig auch in der Wahrnehmung. Und das war der Zeitpunkt, ob dann konnte ich immer wieder selbst in eine so eine spontane Heilung kommen. Wir haben dann an den anderen Tagen noch mehr gemacht. Ich habe immer wieder an der spontanen Heilung teilgenommen. War zwar auch sehr intensiv, trotzdem hat sie immer wieder mehr bewegt, gelöst. Und gerade die Übungen, weil ich es dann im Wald gemacht habe, die sind immer wirkungsvoller geworden. Kaum habe ich ein bisschen was gemacht im Wald, bin ich sofort wieder in so einer Heilung drin gewesen. Emotionen sind rausgekommen. Seither kann ich das für mich selbst immer wieder nutzen. Indem ich mich über Atmung, Sonne und Bäume überlade, bin ich sofort wieder in diesem Prozess. Schaut ein bisschen schräg aus, will nicht unbedingt jeder dabei zuschauen, aber es bewirkt etwas. Und das war ein Punkt, ob da hat sie wieder etwas bewegt. Nur hat mir ein kleiner Funke oder ein Schlüssel hat mir noch gefehlt. Wie ich gesagt habe, ich bin wieder wo rangekommen, aber noch nicht überall. Ein Thema war meine männliche Energie noch zu befreien. Und dann hat es mir vor ein, zwei Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr was, 2 Jahren, hat es mir irgendwie noch wohin gezogen. Ich habe noch was gesucht. Ich wollte Richtung Ziele Fortbildungen machen. Und dann bin ich beim Damian Richter bei den Level Up Your Life gelandet. Und das war so der Einstiegspunkt, um noch weiterzukommen, um noch wirklich die Energie in meinem Körper komplett zu befreien. Da war ich auf der Marketing Masterclass, da machst du auch schon ein bisschen was, aber da geht es noch nicht so um selbst Lebenszweck zu definieren, Ziele zu definieren. Ich habe auch die Goal Masterclass dann online mitgemacht und dann war der Punkt, die Destiny Masterclass in Braunschweig letztes Jahr. Am Anfang, wenn man da hinkommt, ein bisschen schräg, weil man nun gar nicht weiß, was einen erwartet. Und erst zum Schluss verstehst du es. Ich war dort, habe angefangen, wir haben Gruppen gebildet, viele einzelne Gruppen, weil wir waren 1500 Leute.
Und dann bin ich in einer Gruppe gewesen, hat jeder auch so einen Namen dann einmal über die Zeit definiert. Das war aber dann erst zum Schluss, weil zuerst ist im Prinzip gegangen, Gruppen geschlossen. Also man hat die Menschen untereinander verbunden. Es hat einen Grund, warum man das so gemacht hat. Erstens mal, dass du die Menschen in den Energien überhaupt connecten kannst. Also du verbindest die Menschen, indem dass du eine Gruppe bildest und sie untereinander lernst auszutauschen. Sie fangen an, Gespräche zu führen. Dann auch sie untereinander zu betteln. Also dann hast du die Gruppen, einzelne Gruppen, die dann zum Beispiel zum Mittag immer einen Aufmarsch gemacht haben mit einem Chant. Da haben wir einen eigenen Chant bekommen. Also sie haben wir dann immer laut geschrien. Da war natürlich auch die Stimme nach die 5 Tage ziemlich am Sender. Aber die 3 Tage hat es braucht, um das aufzubauen. Also jeden Tag ist dein Energielevel gesteigert worden durch diese Gruppenbildung, durch die Battles, durch die Aufgaben, die du bekommen hast. Durch die Meditationen, die wir bekommen haben, durch die Tänze, was an Starttänze, kommst du ja auch in Bewegung. Und dann war der dritte Peak eben der höchste Level der Energie und dann haben wir das Freiheitsritual gemacht. Ohne das Arbeit zuvor wäre es gar nicht möglich gewesen, das mit 1500 Leuten zu machen. Dritter Tag Freiheitsritual. Wir kommen in eine Meditation, die Männer stehen, die Frauen sitzen auf Stühlen. 1500 Menschen. Dann stellst du vor, du wirst zuerst mit deinen Eltern verbunden. Du reist in einer Meditation gedanklich über deine Ahnen zurück in das 16. Jahrhundert. Also du verbindest dich mit deinen Großeltern, mit deinen Ahnen davor, bis ins 16. Jahrhundert. Du wird eine Situation geschildert, als wenn die Frauen am Hof zurückbleiben und die Männer das Land verteidigen müssen, die Frauen verteidigen. Dann gibt der Damien Richter einen Countdown. Er befindet sich in einer Situation, wo er die Energie im Raum enorm nach oben schraubt, weil er die Energie der Ahnen nutzt. Aus den Völkern aus Kanada hat er das gelernt, die Energie der Ahnen auf der Bühne zu nutzen. Er bündelt die Energie im Raum. Du schreist auf einen Countdown auf drei Freiheit. Alle Männer stehen, schreien Freiheit! Und alleine dieses Wort hat in mir eine Energie freigesetzt, die ich mir vormals niemals in meinem Körper vorstellen hätte können, dass sie überhaupt vorhanden ist. Das hat meine männliche Energie befreit. Es hat etwas in mir gelöst, das über Jahre nicht geflossen ist, weil es durch eine Gesellschaft, die verrückt ist, die nicht Methoden nutzt, die seit Jahrtausenden da sind und innerhalb einer kurzen Zeit Menschen in ihre Energie zurückbringen könnte, aber es nicht tut, weil sie es genau weiß. Und dann machen sie etwas wie Covid. Sie bringen die Menschen zurück in ihr Traumata. Sie rufen ein Traumata erneut auf. Stell dir vor, Menschen sind bereit, so etwas zu tun. Für was? Um das zu tun, was sie immer tun wollten. Die Menschen erneut zu kontrollieren, zu traumatisieren. Sie nicht in ihre Kraft zu bringen. Das ist die Wahrheit, die reine Wahrheit. Und das ist die Freiheit. Die Freiheit, die in diesem Buch drin steht. Die Freiheit der Menschen, die Bitcoin, weil es das trojanische Pferd ist, das sie nicht mehr aufhalten können. Lest dieses Buch, dann werdet ihr verstehen, was jetzt auf uns zukommt. Die CBDCs sind in Anbahnung. Sie bereiten es vor. Es ist bereits in den Schubladen. Es dauert nicht mehr lange. Sie warten auf den richtigen Zeitpunkt. Und jetzt gibt es die Möglichkeiten, aus diesem System auszusteigen. Aus einem System, das uns weiterhin kontrollieren will, über CBDCs, das die Menschen nicht in ihre Kraft bringen will, weil sie diese Methoden gar nicht am Markt zulassen. Stell dir vor, es wird gar nicht finanziell unterstützt. Stattdessen müssen die Menschen dafür teures Geld hinlegen, dass sie zu diesen Methoden kommen. Warum? Weil sie es selbst erwerben müssen. Du bekommst vielleicht von einem Hausarzt ein Röntgen. Du bekommst eine Psychotherapie, wo ein bisschen am Denken arbeitet, nicht am Körper. Du musst dir Methoden teuer bezahlen, die dir weiterhelfen. Du brauchst über Jahrzehnte, um in deine eigene Kraft zu kommen, weil du gar nicht rankommst, wenn du nicht die richtigen Methoden nutzt.
Und das ist unsere Gesellschaft. Das Wissen ist bereits da, es wird aber nach unten gekehrt. Und genauso ist 2008 die Idee des Bitcoin gekommen, um die Menschen zu befreien. Es hat sie nicht unter den Tisch kehren lassen, weil sie es nicht konnten. Aber sie haben eine Idee kreiert, um trotzdem wieder etwas zu verhindern, etwas zu verändern, den Wandel zu nutzen, die Menschen in ihrer Kleinheit zu lassen, um weiterhin die Welt zu regieren in ihrem Sinne. Und das passiert nicht jetzt, das ist mit unseren Ahnen vor tausenden Jahren bereits passiert. Es wurden Kriege geführt, es wurden Menschen unterjocht. Und jetzt finden uns wir diesen Punkt, wo wir entscheiden können, für die Freiheit etwas zu verändern, die Menschen in ihre Kraft zu bringen und uns von diesem Dilemma zu lösen. Das Dilemma der Zerstörung der Natur, wo Völker wie Afrika über Jahre unterdrückt wurden, um an die Rohstoffe zu kommen, um das auszubeuten, damit wir mit tollen, teuren Autos herumfahren, mit einem Tesla oder irgendeinem anderen Auto ist doch komplett mehr oder weniger scheißegal. Aber jetzt hast du, genauso wie ich viele 15 Jahre gebraucht habe, um auf diesen Punkt zu kommen, um meine Kraft zu kommen, um eine Stimme zu sein für das, für die Menschen. Es hat mich etwas nach Braunschweig gerufen, weil in mir ein Zweck des Lebens da war, eine Bestimmung, die einfach entfacht werden musste, ein Feuer, das in mir brannte, das aber nicht angezündet wurde. Und jetzt kannst du für dich auch eine Entscheidung treffen, dein Feuer zu entfachen, mit mir meinen Weg zu gehen, um mit Menschen sich zu interagieren, die diese Methoden oder die bereits in ihrer Kraft sind und auch deine Kraft zu befreien. Und morgen habe ich wieder ein Webinar, wo es um ein Payment-System geht, das enorm die Welt befreien wird. Es werden viele jetzt denken, okay, die sind verrückt oder was ich was, ist mir dann auch plötzlich egal. Aber ich habe dieses System oder dieses Projekt über viele Jahre verfolgt, genauso wie ich das, was ich jetzt über viele Jahre gelernt und umgesetzt habe und immer wieder einen kleinen Baustein in mir lesen dürfte, bis zu diesem Punkt gekommen ist. Kannst du eine Entscheidung treffen, schreibst mir einfach eine Nachricht. Und du bist morgen dabei bei diesem Webinar und wirst über das System, was aus diesem Dilemma, der uns bevorsteht, ausweichen kannst. Es wird nicht verhindern, was passiert, aber du kannst zumindest ein bisschen unter dem Radar schwimmen, so ähnlich kannst du dir das vorstellen. Das war es jetzt aber auch schon wieder mit meiner emotionalen und hoffentlich bewegenden Geschichte und Rede, die dir ein bisschen einen Auszug zu dem gegeben hat, was mir über 15 Jahre widerfahren ist. Nur ein kleiner Auszug, weil da müsste ich stundenlang drüber reden, was ich alles über die Jahre erlebt habe, wie ich wieder einen Schritt weitergekommen bin, warum es mich dahin gezogen hat. Und es war ein langer, aber auch spannender Weg. Ohne diese Herausforderung würde ich nicht dorthin gekommen sein, wo ich jetzt bin. Denn ich habe diesen Weg für mich gebraucht, um diese Stärke in mir aufzubauen, um diese Kraft überhaupt entfachen zu können. Und in jedem Einzelnen steckt diese Kraft, steckt ein Zweck, ein Lebenszweck, eine Bestimmung, ein Wille, ein Wunsch, der nur entfacht werden muss. Und der im Prinzip schon immer da war, nur hast du ihn nicht für dich entdeckt. In dem Sinne, danke für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Humsi, es funktioniert oder Humsi bewegt. Servus, pfiat euch.